Moin zusammen, heute am Start mit Thief. Beim letzten Mal beim Toten am Fließband gehangen und jetzt folgen wir den Toten. Nein, was wollte ich denn hier machen? Ich will wieder zurück. Nein. Aber zurück zum Spiel. Dankeschön. Ja, hier oben ist wieder so ein Typ, der... Oh, ich habe mich ja gar nicht geduckt, merke ich gerade. Könnte sein, dass ich jetzt ein bisschen hier Aufmerksamkeit gemacht habe. Ich hoffe ja natürlich nicht, dass er hier runterkommt. Ich denke mal ja nicht. Treffer. Alter, ich habe ja gedacht, der kommt jetzt zu mir und tötet mich. Ich dem lag, ey. Alter Schwede, ey. Jemanden gesehen. Oh. Ja, natürlich, Alter. Du entkommst mir nicht. Hä? Ach, komm, ey, willst du mich jetzt ganz verarschen oder was? Töte den doch, Mann! Boah, willst du mich verarschen oder was? Oder was? Ach, willst du mich verarschen oder was? So lächerlich, gerade was hier abgeht, ey. Ich garantiere dir, ich finde dich. Da ist er. Ganz sicher. Diese Warterei. Ich mag den Typen gerade hier irgendwie nicht, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ist aber anscheinend hier komplett vorbei gerade im Moment. Gerade meine ganzen Schüsse verbraucht. Ich hasse dich, Junge, ey, du Spaß, der ehrliche. Gehst mir so auf den Sack, ey. Ja. Nehmen Sie sich das ganz einfach. So. Boah, ich hätte das so easy machen können, eigentlich, ey. Jetzt habe ich die Hälfte meiner Pfeile verbraucht. Meine ganzen Brandpfeile. Und nur weil mich so ein Kunde irgendwie gestört hat. Nee, weil ich einfach zu dämlich gerade war, ey. Es ist der Hammer, ey. Es nervt mich gerade ein bisschen, dass ich alles jetzt verbraucht habe und dass man sich wirklich hier nicht wehren kann. Das hat mir Sol gesagt schon, dass man sich wirklich hier nur mit Pfeilen wehren kann, aber ich bin jetzt mal ehrlich, was für eine schwachsinnige Idee, ehrlich. Sage ich die ganze Zeit auch ehrlich wie ein bestimmter YouTuber. Ist alles normal. So, eine Renovierungsnotiz, aber ich muss dazu sagen, es interessiert mich gerade mal überhaupt nicht. Eine Renovierungsnotiz. Mhm. Wer denn renovieren? Wenn ihr renoviert ist, dann sieht es ja anscheinend nicht schön aus. Kann anscheinend hier hoch. Dann hoch mit dir. Danke. Für das schöne Teleskop.
Ach, hier können wir auch gleich mal das Licht ausmachen. Dann machen wir hier schön das Licht aus. Und spielen erstmal durch das schöne Schlüsselloch. Bin aber mal gespannt, ob mal hier irgendjemand mal bei dem Schlüsselloch ist. Man kann ja durchspielen, aber nein, ich darf nicht E gedrückt halten. Ich muss einfach nur E drücken. Ach so. Im Schlachthof hatte ich es besser. Hier stinkt es. Oh, einer meiner Zähne wackelt. Warte mal, jetzt will ich was ausprobieren. Kann ich das einfach hier abschießen hier? Was könnte das sein? Klasse. Ich hasse diese Warterei. Okay. Auf jeden Fall habe ich jemanden gehört. So, dann haben wir den nächsten K.O. geschlagen. Das passt uns sehr gut. Ich frage mich aber auch, wie man das noch nicht sehen kann, wenn man hier oben steht und hier runter guckt. Sieht man doch hier zwei Leichen, meiner Meinung nach. Aber na gut. Das soll ja nicht mein Problem sein. Lass mal durchlunzen hier. Okay. Das sind zwei. Zwei Leute. Ne, drei Leute. Oder? Da hinten. Ne, da sind wieder diese komischen Leichen. Zwei Leute. Es wird spät. Gucken wir erstmal hier unten. Ach, hier oben werden diese. Das sind jetzt wirklich Leichen. Das sind Puppen. Das andere sind alles Leichen. So, da oben geht's rein, was wir vorhin gesehen haben. Sieht hier wirklich krass einfach nur aus, ey. Schon ein bisschen krank. Ist hier so drinne? Gar nichts oder was? Oder war das jetzt einfach nur so? Ach so, dass man hier hin kann dafür, dass man wirklich hier nicht im Dunkeln hier rumtappt. Wisst ihr, was ich zu wenig benutze, ist eindeutig diese Fokus, diesen Fokus-Ding-Dings-Gedönsel. Das finde ich schon mal richtig gut, dass man diese stumpfen Pfeile dafür benutzen kann. Alter, jetzt ist mir wirklich richtig dunkel. Selber sehe ich gerade hier sehr wenig. Frag mich aber, wenn hier auch Licht ist, warum man mich da nicht sieht. Das soll aber mein geringstes Problem sein. Okay. Bin ich hier rein oder was? Aber ich will da rein. Ja, jetzt will ich da rein. Wenn ich da schon reinnutzen kann, dann will ich da auch rein. Wie zum Teufel komme ich da rein? R? War das mit R? Nee. Hier ist niemand. Okay. Aber hier ist Licht wieder. Kann ich das Licht hier nicht irgendwie ausschlagen vielleicht, eventuell? Ist ja dämlich. Ah, das ist dämlich irgendwie.
Da schnarcht er. Ich war eigentlich noch dahinter eigentlich. Mal gucken, was da hinten noch ist. Okay. Hey, wir sammeln aber hier auch nur Flachmänner. Habe ich irgendwie langsam das Gefühl. Wir müssten den eigentlich gar nicht K.O. schlagen. Habe ich das Gefühl. So meine Intuition. Zeigt mir eine geschlossene Tür und ich mache sie auf. Dieser Mechanismus ist mir allerdings neu. Jetzt wäre ein Schlüssel gut. Zutritt verboten. Oh, hast du einen Schlüssel, Junge? Hätte ja aber sein können, dass er einen Schlüssel hat. Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal Fokus an. Hier oben ist wieder so ein Fleischerhaken. Ach, hier kommen wir nicht hoch. Ah ja. Okay, ist aber eine Tür. Das macht ja alles nicht einfacher, aber man sieht auf jeden Fall, hier kommen wir auch wieder hoch. Wir hatten allein diese Woche mehr als 100 Tote pro Tag. Ja, die Schwermut spült mehr Schaden. Alter. Und inzwischen erwischt es auch die Reichen. Der General wird mit unserer Reinigungsarbeit sehr zufrieden. Reinigungsarbeit. Recht habt ihr, Herr. Guter Mann. Ich bin sicher, wir, die wir unsere Arbeit verrichten, ohne Fragen zu stellen, werden fürstlich belohnt. Ach, da unten ist auch noch einer. Verletzungen an Augen und Ohren selbst zugefügt. Prellungen im Halsbereich. Schnitte am Handgelenk. Vermutlich selbst zugefügt. Gleicht ein Toter dem anderen. Es ist lästig, aber die Feststellung der Todesursache hilft uns, die Ausbreitung der Krankheit zu beurteilen. Dobbs scheint auf einige von ihnen geschossen zu haben. Vermerkt ihr das auch, Herr? Seid nicht so vorlaut, Wachmann. Das steht euch nicht zu. Geht lieber wieder auf euren Posten, bevor ich euch davon entbinde. Scheint ist er doch eine höhere Gewaltperson. Das Gefühl, aber es ist auch leider so. Alles heißt, wir schalten ihn auf jeden Fall aus. Verstümmelung von Augen, Ohren und so weiter. Ich bin dem Baron in meinen vielen Jahren bei der Wache nie persönlich begegnet. Aus dem zweiten Stock geworfen, würde ich sagen. Oder ist selbst gesprungen. Kann ich nicht mit lang oder so? Ja, du hast nur was gesehen. Ich hoffe nicht, dass er jetzt zu mir kommt in den nächsten Raum und dann irgendwie Stress gibt gleich hier. Auf jeden Fall kann ich mich hier schon mal nicht fallen lassen. Naja, mein Gott. Ich hoffe mal, es geht alles glatt. Ey, es war schon ein bisschen knapp gerade hier, was hier so gerade abgegangen ist. Ich weiß auch gerade nicht, wann ich eigentlich fallen lassen muss. Also schön im Fleischerhaken zu hängen, das ist doch auch mal was, oder Leute? Vor uns so eine Leiche in Hose. Für einen Toten ist Cornelius ziemlich schwer zu finden. Aber ich brauche seinen verdammten... Oh, schön der Reihe nach. Nicht drängeln. Die Flammen laufen euch nicht weg. Okay, ducken. Nicht, dass wir das nächste Mal wieder hier...
Und Kaffee könnte ich mir auch eigentlich machen. Apropos Kaffee, danke, dass du mich dran erinnerst, Alter. Ja, du wirst auch bald brennen, wenn ich dich erwische. Okay, oh. Alle Leichen sind gleich aus, außer die. Mir egal, ob deine Mutter die Schwermut hat, sie wird nicht bei uns wohnen. Wer ist das bitte schon? Scheint ein Medizinarzt oder was? Liebesfänger General, Sir. Da bist du ja. Verzeihung, Sir. Was hatte die Leiche dabei? Nichts. Nichts? Ich wollte gerade eine andere Leiche holen, als ihr übernommen habt. Weißt du, ich will nicht viel. Nur Respekt. Was zu trinken? Und dass meine Leute tun, was ihnen gesagt wird. Wirf ihn in den Ofen und durchsuch ihn nach Geld. Und zu Bolzen verschwenden. Okay, was für ein krasser... Ihre Habseligkeiten und ihre Würde stehlen? Der Diebesfänger-General übertrifft sich wieder mal selbst. Wird Zeit, den Ring zurückzustellen. Muss er selber sagen, das war ja schon ein bisschen krass, was er gerade gemacht hat, weil er seinen eigenen Typen gekillt und dann gesagt hat, ja, schmeiß ihn ins Feuer, das ist schon ein bisschen makaber, meine Meinung. Aber na gut. Ach nein, ich will dieses Ding haben. Der General wollte diesen Ring, schön. Was war so besonders daran? Das will ich gar nicht wissen. Und du fragst nicht so viel, wenn dir deine Zunge lieb ist. Trotzdem, ich habe noch nicht viele Leichen mit Ringen gesehen. Hey, meinst du, wir sollten auch nach, du weißt schon, Penisring und so suchen? Was zum Henker ist ein Penisring? Das ist ein Ring für, du weißt schon, dein bestes Stück. Willst du mich verarschen? Nein, nein. Einige Leute haben sowas. Also die Reichen jedenfalls. Wusstest du das nicht? Ein Penisring, okay. Ja, davon habe ich ja natürlich auch gehört, aber trotzdem. Dass sie jetzt. Dass wir ja schon von der Zeit jetzt schon geredet haben, von unserem Penisring. Schon der Hammer eigentlich. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Was geht hier so ab? Okay. Mal die Tür auf. Hallo. K.O. geschlagen, mein Freund. Es geht hier ab. Ich mag dich so sehr. Du bist jetzt leblos. Ach, hätte ich mich auch verstecken können. Ach so. Das Laufband geht auf jeden Fall nicht weiter. Definitiv nicht. Das heißt, wir müssen doch durch diesen großen Raum. Das heißt, dass wir ihn eigentlich ja nicht umsonst K.O. geschlagen haben, aber naja. Auf der Suche nach den tollen Ring und vielleicht töten wir ja auch den General. Wer weiß. Sehen wir uns alles in der nächsten Folge an und ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt.
Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt und wenn ihr mehr sehen wollt, macht es einfach. Und bis zur nächsten Folge mit euren Hütte, mit Fief. Tschaußen!